Gut, willkommen zurück. Wir sind immer noch hier. Betrachte die Räder, das ist neu. Ja, wir sind immer noch hier. Müssen den defekten Waggon abkoppeln, den beschädigten. Und werden uns gleich mal daran machen. Ah. Die Räder sind bei der Explosion aus dem Gleis gesprungen. Selbst wenn man den Wagen aus dem Geröll ziehen könnte, würde man damit nicht weit kommen. Zu schade. Also müssen wir ihn wirklich abkoppeln, weil er entgleist ist. Gut. Schauen wir uns um, was haben wir noch? Ich weiß nicht, sieht er mehr, wenn wir Licht machen? Haben wir dann mehr Hotspots? Gehe hinaus. Oh. Tja, wir haben das. Moment, und die Schüssel, mit der geht noch was. Den Alkohol anzünden, vielleicht? Wie ich vermutet habe. Der Alkohol brennt mit fast unsichtbarer Flamme. Das ist für uns nicht sehr hilfreich. Die Flamme ist heiß, aber als Lichtquelle ist sie nicht zu gebrauchen. Aber es brennt schön lange, das ist ungewöhnlich. Gut. Was haben wir noch? Das will er ja nicht in den nächsten Waggon gehen. Das ist der Stuhl, mit dem geht noch mal irgendwas. Definitiv. Nur was? Was war da? Feuerlöscher. Der Feuerlöscher ist mir vorhin schon aufgefallen. Er passt nicht ins edle Interieur. Ich vermute, dass die Bahngesellschaft Sicherheitsauflagen auch auf Kosten der Optik erfüllen muss. Vermutlich. Gegen das Kohlefeuer könnte er nichts ausrichten. Und er ist zu unhandlich, um ihn herumzutragen. Ich könnte ihn höchstens hier in der Nähe benutzen. In der Nähe benutzen? Ich habe ihn jetzt an der Maus hängen. Die Frage ist nur... Tja. Oh. Ja. Da scheint was zu gehen. Und nun? Nimm das. Moment, wir haben jetzt ein langes. Weiter. Ein langes Stück Holz und wir haben ein alkoholgetränkter Vorhang. Ich muss gestehen. Ah, eine Fackel. Rumgetränkte Fackel. Und nun? Müssen wir sie entzünden, oder wie sehe ich das? Ja. Der Alkohol verbrennt mit dunkler blauer Flamme, spendet kaum Licht und dürfte in Sekunden verbrannt sein. Schmeiß doch nicht das noch brennende Streichholz hier. Das löst das Lichtproblem auch nicht. Ich versuche es noch einmal anders. An die Holztheke, auf den Teppich und so weiter. Wir müssen noch irgendwas tun. Er hat was notiert. Die Frage ist was? Die Fackel brennt nur schwach und geht bei kleinster Bewegung aus. Ich muss die Flamme verstärken. Okay, nicht mit dem Alkohol, vermute ich. Dann... Keine Ahnung. Wir können raus. Hier drin müssten wir ja alles schon haben. Es muss noch was draußen sein, oder wie? Haben wir noch irgendwelche Hotspots hier unten? Wow, ist das dunkel. Zurück nach oben. Kopple den... Ja, ha. Ich fühle kaltes Metall und ein Gewinde und jede Menge Schmierfett. Aber ohne Licht komme ich hier nicht weiter. Fett?
Brauchen wir das? In Ordnung. Ich schmiere etwas vom Schmierfett in den Vorhang. Okay. Und nu? Ohne Licht macht er da unten ja sonst nichts weiter. Wenn das jetzt ölig ist, funktioniert das dann besser? Öl und Alkohol? Ich meine, das ist beides brennbar. Gib mal her, mach das mal wieder ran. Da bin ich jetzt gespannt. Und bitte ein Streichholz entzünden. Und einmal ranhalten. Öl und Fett brennen hell und heiß. Dafür muss man sie aber auch mit ausreichend hohen Temperaturen entzünden. Ein Streichholz reicht dafür nicht aus. Ah. Wir brauchen was Heißes. Das hier. Das Alkoholfeuer. Ja, sehr schön. Ich bin der Herr des Feuers. Genau. Ich gratuliere dir. Jetzt können wir runter. Jetzt können wir den Wagen abkuppeln, hoffe ich. Auf jeden Fall wissen wir es. Das ist schon besser. So sieht es hier unten also aus. Okay, das ist hier eingehängt. Betrachte den Hebel. Mehr ist jetzt hier nicht, ne? Betrachte die Kupplung. Erstaunlich primitiver Mechanismus. Vermutlich hat er sich bewährt. Nee. Da bewegt sich nichts. Die Kupplung steht unter Spannung. Und dann hatten wir ja hier noch was. Ein Hebel auf einer Manschette, die auf einem Gewinde entlangläuft. Okay. Drehe den Hebel. Aha, mit diesem Hebel kann ich die Koppel lösen. Ah, wunderbar. In Ordnung. Und jetzt kannst du das hier abmachen. Na also, dann nichts wie weg hier. Ach, wir kriegen Punkte, wenn wir was lösen. Okay. Hab's begriffen. Hören Sie bitte! Hören Sie! Robert, wie sieht's aus? Ich habe den Lokführer nicht finden können. Da bin ich selber auf die Lok und habe die Bremsen gelöst. In Ordnung. Gute Arbeit. Sie auch. Danke. Hören Sie bitte. Matti, wo ist Matt? Wo ist mein Sohn? Ganz ruhig, Mann. Ich bin sicher... Da! Hilfe! Na toll, da ist noch ein Zug. Wow, wie heldenhaft. Komm schon. Streng dich an. Mach dich dünn, Junge. Ein wahrer Held. Oder hat er jetzt irgendwie... Matt, wo bist du? Neue Bilder freigeschaltet. Oh Gott, aufgeschrammtes Knie. Wir haben wieder Licht und der Zug rollt. Sehr schön. Was hat er denn notiert? Oh Gott, ist das... Wo hat er denn was notiert? Das ist die große Frage. Das sind die Passagiere... Die Lok wird nicht von alleine bremsen und ich komme wegen dem Feuer nicht ins Führerhaus. Okay, ins Führerhaus. Immerhin haben wir jetzt wieder Licht. Das Feuer ist aus. Matt, bist du da? Nichts. Ich will Sachen einsammeln.
Der Junge ist schon irgendwo. Der hat irgendwo aus dem Fenster geguckt. Jetzt macht ihr mal... Oh, wir haben alle Gegenstände verloren. Sogar unsere Tabletten sind weg. Oh, weia. Hoffentlich passiert nichts. Ohne Tabletten... Was war jetzt hier? Schau aus dem Fenster. Die Lok und der Kohletender brennen immer stärker. Der Fahrtwind hat die Flammen weiter angefacht. Ich muss die Wagen dringend zum Stillstand bringen. Früher oder später wird es die Lok zerreißen. Der Kessel steht unter Hochdruck. Und es ist niemand auf der Lok, der die Geschwindigkeit kontrollieren könnte. Alles hängt an mir. Alles hängt an dir, okay. Der Kessel... Ja. Mehr wird da... Schau unter den Tisch, ich sehe da doch schon die Beine. Betrachte die Handtasche. Machen wir sofort mit der Handtasche. Aber wir gucken natürlich erst unter den Tisch. Hey, da bist du ja. Was hast du dir nun dabei gedacht? Tja, na komm erst mal raus da. Ist er weg? Wer ist weg? Der Mann. Welcher Mann? Warum bist du noch im Zug? Warum bist du eigentlich hier im Zug? Warum hast du nicht mit den anderen im Tunnel gewartet? Ich wollte doch meine Pistole haben. Deine... Wenn hier doch lauter Polizisten und Diebe und Explosionen und alles sind, dann brauche ich doch eine Pistole. Ist klar. Wie süß. Und was ist mit diesem Mann? Da war ein Mann. Er hat gehustet. Einer von den Passagieren? Ich glaube, er kam vom Dach. Also schön. Ich bremse erstmal den Zug ab und dann unterhalten wir uns weiter, okay? Willst du rauskommen? Mhm. Gute Idee. Du hältst dir die Stellung. Oh. Niedlich. Matt hat etwas beobachtet. Das könnte sich als sehr nützlich erweisen. Nur, wenn ich den Zug nicht bald abbremse, werde ich mit den Informationen in diesem Leben nichts mehr anfangen können. Okay, hier war noch was. Handtasche. Ich vermute, die Handtasche gehört Miss Miller, Matts Mutter. Lady Westmacott hat vermutlich eine kleinere Tasche. Und eine teurere. Vermutlich. Und? Ist was drin? Aha. Ui. Noch irgendwas, gehe in den nächsten Waggon, betrachte Matt. Können wir ihm seine Matt scheint in ernster Lage noch nicht ganz begriffen zu haben, was gut ist. Ich kann mich nicht um ihn und den Zug kümmern. Ja, können wir ihm aber seine kleine Pistole geben? Wenn es für ihn alles ein Spiel ist, ist doch umso besser. Matt, schau mal. Danke. Halt mir damit den Rücken frei, in Ordnung? Wird gemacht! Genau, lass ihn spielen. Oh Gott. Und wir kümmern uns um den Zug. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Gut, die Fenster kann man nicht betrachten, da geht's zurück. Kommen wir jetzt in die Abteile? Geht nicht. Ich vermute, das Gepäck der Baronin ist umgestürzt und blockiert die Tür. Ach, schade. Da hätte ich gern mal reingeguckt. Und das hier? Ist das wieder abgeschlossen? Der teure Füller liegt noch hier. Der Koffer von Professor Lucien. Anders als die Ledertasche hat er ihn liegen gelassen, als er zusammen mit den anderen Gästen den Zug verließ. Schade, aber seine Ledertasche hat er mitgenommen da. Ich glaube nicht, dass darin etwas Interessantes zu finden ist. Was immer der Professor vor mir versteckt, es befindet sich in der Ledertasche. Genau, da hätte ich gern einen Blick hineingeworfen, wollte ich noch sagen. In die Ledertasche. So... Hier hat er nichts mehr mit seinen Fingerabdrücken. Trinke ein Glas Gin?
So aussichtslos ist meine Situation nun auch wieder nicht. Ja, warum solltest du auch jetzt erstmal einen heben? Was liegt denn hier alles noch unten? Das ist nichts für uns. Rasierpinsel, Rasierapparat. Was ist das? Stelle das Wasser an. Schau in den... Worauf hast du dich da nur eingelassen? Hättest du es nicht einfach gut sein lassen können? Aber nein, natürlich nicht. Und jetzt bist du hier. In einem außer Kontrolle geratenen Zug in den Alpen. Verantwortlich für ein Kind, das ohne dich verloren wäre. Worauf wartest du? Rette den Tag. Rette den Tag, genau. Und führe keine Selbstgespräche. Handtuch? Ein großes, weiches Handtuch. Sehr angenehm. Das können wir auch mitnehmen, okay. Ich lege es mir um den Hals. Dann habe ich weiterhin beide Hände frei. Wofür auch immer, was ist... Die Tanks scheinen nicht beschädigt zu sein. Das Wasser läuft noch. Das wird sicher noch wichtig, vor allem wenn wir mit Feuer zu tun haben. Gut, wir gehen erstmal weiter und schauen uns im Rest noch um. Es kommt hier noch der Waggon, wo der Geiger saß, der Langfinger-Geiger. Nun, was haben wir? Was ist das? Nimm die Axt. Natürlich. Eine Axt für Notfälle. Wenn das hier kein Notfall ist, dann weiß ich auch nicht. Steck sie einfach ein. Oh, Notbremse? Mist. Damit hat sich unsere Lage gerade extrem verkompliziert. Wie kann ich den Zug zum Stehen bringen? Vorne bei der Lok vermutlich. Entweder auch abkoppeln oder da noch eine Bremse finden. So. Oh. Und hier können wir noch aus dem Fenster gucken. Ich hab's gesehen, Leute. Wir machen das auch sofort. Mein Buch. Es muss bei der Explosion vom Tisch gefallen sein. Ich nehme es besser mit. Genau, pack es ein. Kannst du später noch schmökern. Man kann vor lauter Rauch kaum noch aus dem Fenster sehen. Ich weiß nicht, wie viel Kohle da vorne auf dem Tender brennt. Aber es müssen Tonnen sein. Gegen dieses Feuer kann ich nichts ausrichten. Nein, wahrscheinlich nicht. Dampflokomotiven sind das kontrollierte Chaos. Feuer, heißer Wasserdampf, gigantischer Druck. Alles im Zaum gehalten durch Tonnen von Stahl. Eine außer Kontrolle geratene Dampflokomotive ist eine rollende Bombe. Ja, danke für die Ermutigung, mein Freund. Aber sie waren auch mal eine sehr gute Erfindung. Also das muss man schon sagen. So, nur die Tür. Wenn die Notbremsen nicht funktionieren, muss ich zu anderen Mitteln greifen. Also los. Au, heiß. Die Türklinke ist heiß. Na, dann. Nimm die Axt für die Tür. Die Klinke ist schon zu heiß, um sie anzufassen. Oh, wow, Junge, wo hast du jetzt deine Axt? Die Klinke ist... Ja, mit dem Beil. Willst du nicht? Die Klinke ist schon... Ah, Junge. Zu heiß. Vielleicht müssen wir auch das Handtuch mit kaltem Wasser. Mach das mal weg. Komm. Noch einen Schritt vor, bitte. Ach, Junge. Was war das jetzt für ein Sprung? Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Das war hier das Wasser. Das wäre noch eine Idee, dass wir damit dann die Klinke anfassen können.
Nicht das Buch, das Handtuch. Ein Buch unter Wasser, nie im Leben. Nein, es ist nur ein Zirkel. Seinen tollen Füller hat er mit. Okay, jetzt bin ich beruhigt. Es saugt sich mit kaltem Wasser voll. Hast du dir das jetzt so umgelegt? Nun. Dann gehen wir mal wieder raus. Wo ist jetzt deine Axt, Junge? Ach Gott. Ah, er nimmt sie wieder. Sehr gut. Mal sehen, ob wir das jetzt irgendwie bewerkstelligen können. Jo, öffne die Tür. Die Klinke ist schon so. Abgeschlossen. Und nu? Oh. Dann eben mit Gewalt. Ja, vorhin hatten wir die gar nicht im Inventar. Das ist wie mit den Streichhölzern und den brennenden, was? Au. Wieso au? Das Handtuch, kannst du dir das noch über die Nase legen, wenn du wieder aufmachst? Oder von mir aus auch so? Okay, und nun? Oh! Der ist schon rot glühend hier.